Herzlich willkommen zu Soul Wave Radio, dem Podcast für deinen Flow, wahrhaftige Inspirationen und das innere Leuchten. Mein Name ist Kaya Otto und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Episode des Soul Wave Radio. Heute, passend zum Jahresende, geht es um das Loslassen, beziehungsweise um eine transformierte Form des Loslassens, die für mich wesentlich effektiver war, als ich sie entdeckt habe. Und zwar geht es um den Unterschied und die unterschiedlichen Energien oder Kräfte von Loslassen und Entlassen und überhaupt Dinge sein lassen. Es ist jetzt Jahresende und gerade zum Jahresende hin kommen viele von uns nochmal ins Sinnieren und ins Nachdenken darüber, wie war das letzte Jahr, was ja auch total gut ist. Und wie soll das neue Jahr werden? Und uns wird ganz oft gesagt, lass das Alte im alten Jahr. Überleg dir, was du nicht mehr willst und lass es einfach los. Wenn das denn auch immer so einfach wäre mit dem Loslassen. Ich habe auch schon eine Podcast-Episode dazu gemacht. Die verlinke ich hier drunter. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich habe schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, ja. Und heute soll es nochmal so ein bisschen um die verschiedenen Qualitäten des Loslassens gehen, beziehungsweise um das Entlassen und das Seinlassen, wie ich es vorhin genannt habe. Also, das Loslassen ist, oder uns wird so oft gesagt, lass mal los, lass gehen, lass sein. Dieses, was du festhältst, das hält dich fest. Nur was du loslässt, das kann auch sozusagen dich lassen. Und da ist auch sicherlich was total Wahres dran. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass wenn wir in unserem System, so wie wir ticken, an Loslassen denken, ganz oft unterschwellig dieses Gefühl von Mangel entsteht. Denn wir haben das Gefühl, wir lassen etwas gehen, was uns gehört. Also aus dem vollen, ganzen Runden nehmen wir ein Stück raus, was wir loslassen. Und damit haben wir unterschwellig dieses Gefühl von Mangel, von es fehlt mir was und es ist irgendwie nicht so richtig super. Und das ist ein Grund, warum es uns oft schwerfällt, loszulassen. Denn nicht ohne Grund halte ich an Dingen fest. Also wenn wir ganz bildlich sind, dann halte ich etwas fest, weil ich noch keine Alternative dafür gefunden habe. Weil ich noch nicht weiß, was ich sonst habe, um mich zu stabilisieren, um mich sicher zu fühlen, um mich aufrecht zu halten. Wie auch immer dieses Bild von Festhalten für dich stimmig sein mag. Und ich habe das in meiner Arbeit ganz oft gesehen und habe das für mich damals dann auch wirklich angefangen, mir anzugucken, vor einigen Jahren. Was ist eigentlich das Ding, warum es eigentlich geht? Geht es wirklich um das Loslassen? Geht es wirklich um diesen Moment, in dem wir alles gehen lassen? Und ja, sicherlich schlussendlich, wenn wir dann in der kompletten Erleuchtung sind, können wir auch unseren physischen Körper gehen lassen und einfach hinübergehen. Also es gibt genügend Berichte des Phänomens, dass Menschen wirklich ihren Körper bewusst verlassen haben oder teilweise ihn sogar mitgenommen haben. Und wir alle sehen das auch. Wir verlassen sozusagen die Hülle und lassen alles los und gehen auf die andere Seite, wenn man so will. Und gleichzeitig ist es mit dem Loslassen auch etwas, was wir oder was für uns manchmal herausfordernd sein kann, denn wir sind, also ich kenne es von mir im Kern ja gerne auch Jäger und Sammler, das heißt, wir sind so darauf gepolt, Sachen zu holen, uns anzueignen und sind ganz oft in diesem Widerspruch. Was ich also gemacht habe und was ich dir heute mal mitgeben möchte, ist, wenn du dir eine Liste machst von den Dingen, zum Beispiel zum Jahresende hin, die du loslassen möchtest, und du kannst es natürlich auch, wann immer du diese Episode hörst, machen, Dinge, die du loslassen möchtest, zu gucken, was davon möchtest du eigentlich loslassen? Worum geht es eigentlich?
Also ich hatte das gerade diese Woche mit jemandem, habe ich gesprochen und es ging um das Thema Eltern. Und dann guckte der mich an und sagte, Kaya, ich möchte meine Eltern nicht loslassen. Ich hänge total an meinen Eltern. Ich mag meine Eltern. Ich will die nicht einfach loslassen, dann sind die ja weg. Und ich merke, wie mir das einen richtigen Schmerz im Herzen bereitet. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, deine Eltern werden immer deine Eltern bleiben, egal was passiert. Und sofort ist eine Ruhe reingekommen. Und ich habe gesagt, deine Mutter wird immer deine Mutter bleiben, denn durch sie bist du in die Welt gekommen, durch deinen Vater bist du gezeugt worden. Und egal was passiert, sie werden immer deine Eltern bleiben. Und zu merken, es kam eine Entspannung. Also es war wirklich so, okay, eine Beruhigung ist eingetreten und eine Ruhe kam und es war möglich, wieder klarer zu denken. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und an diesem Beispiel kann man es schön deutlich machen, ich gesagt, worum geht es denn eigentlich? Du möchtest ja nicht deine Eltern loslassen, sondern das, was damit verbunden ist. Und im Kern geht es ganz oft darum, und es war jetzt auch in diesem Fall so, dass wir unsere Eltern beispielsweise entlassen. Und zwar aus den Aufgaben, die wir ihnen geben. Sprich, dass wir unsere Eltern entlassen aus der Verantwortung. Sie hat Schuld daran, dass ich das und das gemacht oder das und das gemacht habe oder das und das mache. Wenn mein Vater nicht so und so gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht so und so. Wenn das damals nicht passiert wäre, dann könnte ich heute das und das und das tun. Und damit, geben wir diesen Menschen Jobs, sozusagen. Du hast den Auftrag, dass ich mich entschuldigen kann für dies und jenes. Dein Job ist es, für mich herzuhalten als Sündenbock da und dafür. Dein Job ist es, dafür zu sorgen, dass ich mein Drama immer wieder neu kreieren kann. Der Job meines Ex-Freundes ist es, mich immer wieder daran zu bestätigen, dass Männer scheiße sind. Der Job meines Chefs ist es, mich immer wieder darin zu bestätigen, dass Konzernstrukturen scheiße sind. Was auch immer es sein mag. So geben wir eigentlich den Menschen ganz oft Jobs oder ja Zuständigkeiten. Und den Gedanken mal mitzunehmen, dass ich nicht die Menschen als solches loslassen muss, sondern sie einfach aus ihren Jobs entlassen kann. Sprich, im Beispiel, was wir vorhin hatten, Mama, ich entlasse dich aus dem Job, dass ich dich für meine Frauenwahl verantwortlich mache. Und auf einmal fällt es den meisten von uns sehr viel leichter, sich zu lösen. Denn wir lösen uns auf einer anderen Ebene. Wir müssen uns nicht auf dieser tiefen Verbundenheitsebene, die einfach auch natürlich gegeben ist, denn wie gesagt, ganz oft, gerade wenn es um Verwandtschaft und Familie geht, da können wir loslassen, wie wir wollen. Nichtsdestotrotz bleiben Verwandte. Das ist einfach so. Und der Ex-Freund bleibt der Ex-Freund und die Erfahrung, die wir mit ihm gemacht haben, selbst wenn wir ihn loslassen. Also es gibt Menschen, die haben Rollen in unserem Leben, die gar nicht so einfach loszulassen sind. Wenn ich jemanden entlasse, gehe ich auf eine andere Ebene und gebe mir und ihm oder ihr die Möglichkeit, weiterhin verbunden zu sein und gleichzeitig diese Beziehung auf eine neue Ebene zu bringen. Denn das ist es, was wir in den allermeisten Fällen ja eigentlich wollen. Der Wunsch ist es, die Beziehung zueinander zu verändern. Der Wunsch, der ganz oft hinter diesem Ich will loslassen, gerade wenn es um Menschen geht, ist dieser Wunsch, dass sich eine neue Art von Zwischenspiel zwischen mir und dem oder der anderen abspielen kann. Und in dem Moment, wo ich entlasse aus all den Jobs, die ich dem oder der anderen gebe, gibt es überhaupt erst die Möglichkeit, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und ganz oft wirklich dieses Phänomen, und das sehe ich immer wieder auch in all den Zeiten, die ich diesen Job schon mache, diese Arbeit schon mache, auf einmal eine ganz neue Art der Kommunikation und ein ganz neues Betrachten des Gegenübers. Und somit lade ich dich ein, wenn du
den Jahresrückblick machst, gerade wenn es um Beziehungen geht und Zwischenmenschliches, wo du sagst, das darf gehen, das darf sich verändern, den Begriff des Loslassens mal dadurch zu ersetzen, dass du entlässt und wirklich jemanden aus seinem Job entlässt und mal guckst, was das macht. Und das kann man übrigens, wenn es jetzt ganz praktisch ist, ich bin ja auch immer eine Freundin der Praxis, dich einfach hinsetzen, dir innerlich den oder diejenige vorstellen und wirklich mal laut auszusprechen, was du entlässt. Du kannst es dir vorher auch aufschreiben und es dann im Anschluss laut aussprechend sagen, ich entlasse dich aus der Verantwortung für, ich entlasse dich aus der Schuld von, ich entlasse dich aus, was auch immer es ist. Und das mal mitzunehmen und dich dann überraschen zu lassen, wie es ist, dieser Person das nächste Mal zu begegnen. Was immer hilft am Ende, ist dieses magische dreimal wiederholen, so sei es, so sei es, so sei es. Das ist, setzt sich einfach nochmal anders in unserem System und es ist für mich immer so ein wunderbarer Abschluss. Jetzt haben wir Loslassen und Entlassen. Und dazu gehört eben auch das Seinlassen. Und das Seinlassen hat die Qualität, dass ich wieder, wenn ich im Zwischenmenschlichen erstmal gucke, merke, dass es Dinge gibt, die mich triggern bei anderen, die mich irre machen, die mich wirklich verrückt machen vielleicht. Und da zu gucken, inwiefern ist das meins, wo bin ich diejenige, die im Kern an die Decke geht und der andere kann nichts dafür, denn der andere oder die andere ist erstmal so, wie er oder sie ist. Und mir dann aufzuschreiben, und es ist ähnlich wie das Loslassen, deswegen gehe ich da direkt mal rein, was sind die Dinge, die mich bei dem anderen zur, in Anführungsstrichen, Weißglut tragen, treiben, die mich immer wieder triggern, die mich immer wieder so dahin kriegen. Und dann zu sagen, ich kann dein Nörgeln sein lassen. Ich kann XY sein lassen. Und es einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich den anderen oder die andere einfach sein lasse. Und damit auch mein Triggern sein lasse. Und meine Aufregung sein lasse. Und dieses Seinlassen heißt auch wirklich, und da gibt es diesen Einsatz zu merken, Entschuldigung, ich habe dich verwechselt. Ich dachte, du bist jemand anderes. Entschuldigung, ich habe dich verwechselt. Ich dachte, du bist jemand anderes. Denn der andere triggert uns ganz oft, wenn wir andere Erwartungen an ihn haben oder an sie haben. Wenn wir uns eigentlich was anderes wünschen. Wenn wir uns wünschten, dass das der lustige Kollege wäre und dann zu erkennen, Entschuldigung, ich habe dich verwechselt, du bist gar nicht der lustige Kollege, du bist der uncoole Kollege. Okay, und ich kann dich jetzt sein lassen. Denn es sind ganz oft unsere persönlichen Erwartungen und Wünsche und Hoffnungen, die enttäuscht sind und das in Anführungsstrichen Fehlverhalten des anderen triggert uns und macht uns wahnsinnig. Denn er erfüllt nicht das, was wir uns im Kern wünschen. Ich hatte jetzt auch in einem anderen Coaching das Thema, da war eine Situation, eine Arbeitssituation mit einer Kollegin und diese Kollegin war eben nicht so empathisch, war nicht so sozial, war nicht so tiefgehend, was emotionalen Austausch angeht. Und meine Kundin sagte auch, ich kriege da keine Verbindung, die macht mich irre, ich kriege die nicht gegriffen. Um dann im Gespräch wirklich rauszufinden, oh mein Gott, im Kern sind es meine Erwartungen, sind es meine Hoffnungen, sind es meine Wünsche, die der andere, die andere nicht erfüllt. Und deswegen zeige ich mit dem Finger auf sie oder ihn und sage sie, in dem Fall sie, sie ist nicht so, sie ist nicht das. Und was wäre, wenn wir sie einfach sein lassen? Und da reinzugucken und zu sagen, Entschuldigung, ich habe dich verwechselt. Du bist ja gar nicht die lustige Kollegin, mit der ich die ganze Zeit schnacken kann und mich vielleicht auch verbünden oder verschwestern. Du bist ja jemand ganz anders. Und hier und heute erkenne ich das. Und vielleicht entlasse ich dich vorher und auf jeden Fall kann ich dich sein lassen.
So sei es, so sei es, so sei es. Und das mal als Inspiration dafür, gerade wenn es so zum Jahresrückblick geht, wie du dieses Loslassen von Beziehungen nochmal auf anderen Ebenen gestalten kannst. Und dann merken wirst, gerade bei den Menschen, auf die wir, mit denen wir nicht durch Blutsverwandtschaft verbunden sind, dass diese, wenn wir sie entlassen und sein lassen, manchmal beginnen, uns loszulassen. Denn dann gibt es auf einmal kein Anhaften mehr, dann gibt es kein Festhalten mehr, dann gibt es kein ineinander Verhaken mehr. Und die Dinge können sich manchmal wirklich ganz magisch und interessant selber auflösen. Und manchmal ist es auch so, dass wir voreinander stehen, beim nächsten Kaffee trinken, bei dem nächsten Meeting und uns angucken und auf einmal ein ganz neuer Raum entsteht. Und wenn wir dann sein lassen, können wir auf einmal eine ganz neue Beziehung mit dem oder derjenigen führen. Wenn wir uns öffnen dafür und bereit sind, das Neue anzunehmen und nicht nur dem oder der anderen, sondern auch uns diese Chance zu geben, kann etwas wunderbar Neues daraus entstehen. Das Gleiche gilt nur mal so als Tipp, auch für Verhaltensweisen, die wir sein lassen wollen. Da kann man da auch schon mal so ein bisschen gucken, warum tue ich das, was steht dahinter, wofür ist das gut, kann ich das entlassen und kann ich Dinge einfach sein lassen. Das sind so klassische Themen, die es auch immer wieder im 1:1 gibt und wo wir dann wirklich schnell und einfach manchmal die Dinge auflösen können durch diesen Perspektivwechsel. Und oftmals ist es bei Verhaltensweisen so, dass da auch nochmal so ein paar Glaubenssätze oder tiefe Verhaltensmuster dahinter stecken. Für den Einstieg kann man es damit aber wunderbar versuchen. Ich hoffe, dass dich diese Episode etwas inspiriert hat und dass du jetzt nicht wie der Unternehmensberater im Großkonzern zu Massenentlassungen aufrufst, denn das ist nicht das Ziel dieser Episode, sondern wirklich nochmal bewusster guckst, was ist es eigentlich, was sich lösen darf in, ja, im Abschied nehmen, im Verändern, in Beziehung und es dir das Ganze vielleicht auch etwas einfacher macht auf Dauer, Dinge zu erneuern und vor allem dir die Möglichkeit zu geben, nochmal neu anzufangen mit den Menschen, die bereits in deinem Leben sind. Und wenn du jemanden kennst, der jetzt gerade in so einer Situation ist, sei es die Freundin, die gerade ihre Beziehung beendet hat, sei es der Kumpel, der immer irgendwie den gleichen Stress und Trigger mit dem Chef oder mit der Kollegin hat, sei es dein Bruder oder deine Schwester, die sich immer wieder über die Eltern aufregt, dann schick ihm doch gerne den Link zu dieser Episode. Vielleicht kann es auch ihn oder sie inspirieren. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich wirklich tierisch über eine positive Bewertung bei iTunes oder Stitcher oder auf allen anderen Kanälen und bin neugierig zu erfahren, wie es dir mit dieser Episode gegangen ist. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal dabei bist und wünsche dir viel Freude bei all diesen neuen Begegnungen, die sich durch das Loslassen, Entlassen und Seinlassen ergeben. Und ja, tune into your soul and listen with your heart. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.